Hast du schon einmal von Wasserfasten gehört? Dabei handelt es sich um eine Fastenart, bei der nur Wasser erlaubt ist. Normal fastet man höchstens 72 Stunden lang. Aber was wäre, wenn du das hier für den Rest deines Lebens machst? Ginge das gut? Ja, nicht wirklich. Was passiert mit deinem Magen ohne Essen? Welchen Schaden erleiden deine Organe? Und wie viele Tage hältst du durch? Hier ist, was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch Wasser zu dir nimmst? Wasser ist sehr wichtig. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Dein Körper besteht zu 60% aus Wasser. Das ist schon ein ziemlich großer Anteil. Nur Wasser zu trinken hat einige Vorteile. Es mindert das Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes und sogar bestimmte Krebsarten. Klingt toll, oder? Denkst du jetzt, die Wasserdiät auszuweiten? Machst du's? Ich mag deine Einstellung, aber es gibt leider auch schlechte Nachrichten. Du hast nur 70 Tage. Maximal. Am ersten Tag deiner Wasserdiät fühlst du dich gut. Sehr gut sogar. Am zweiten Tag kommt der Hunger und du wirst aggressiver. Oder wie Wissenschaftler es nennen, hangry. Deinem Körper geht die Glucose aus. Dies ist die primäre Energiequelle deines Körpers. In Form von Kohlenhydraten, die du zu dir nimmst. Jetzt, wo du nichts mehr isst, sucht dein Körper verzweifelt nach einer neuen Glukosequelle. Nach dem fünften Tag nimmst du jeden Tag 2 Kilogramm ab, was an der Dehydrierung und dem einhergehenden Elektrolytungleichgewicht liegt. Wie geht es dann weiter? Am zehnten Tag hat sich dein Körper an den Nahrungsmangel gewöhnt und befindet sich in einem Zustand der Ketose. An diesem Punkt beginnt dein Körper, Fett anstelle von Glukose zur Energiegewinnung zu verbrennen. Vielleicht fühlst du dich sogar ein bisschen besser, bis es sehr schmerzhaft wird. Je mehr Fettreserven du hast, desto länger überlebst du. Ist das Fett irgendwann mal weg? Geht es an die Muskeln. Und vergiss nicht, dein Herz ist ein Organ, das aus Muskeln besteht. Das kann sehr gefährlich sein. Fehlt deinem Herzen Treibstoff, sinkt der Puls und der Blutdruck. Das Blut wird nicht mehr richtig transportiert. Deine Proteine sind zu diesem Zeitpunkt völlig abgebaut und du kannst kaum noch denken. Du verhungerst. Am 15. Tag ist dein Magen-Darm-Trakt am Ende. Dies führt zu Magenschmerzen, Erbrechen und, mein persönlicher Favorit, zu bakteriellen Infektionen. Tag 30. Jetzt wird's hart. Du befindest dich in einem Zustand der Unterernährung und du fühlst dich schwächer als je zuvor. Stelle dich auf gesundheitliche Probleme ein, wie Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Im weiteren Verlauf verschlechtert sich dein Zustand. Am 40. Tag treten krasse Symptome auf, wie extreme Müdigkeit, schneller Gewichtsverlust und Muskelschwund. Stelle dich auf ernsthafte Gesundheitsprobleme wie Nierenversagen ein oder Sepsis. Am 50. Tag siehst du nicht mehr so gut aus. Du bist extrem geschwächt. Es besteht ein hohes Risiko, an Organversagen oder Infektion zu sterben. Wusstest du, dass die meisten nicht am Hungertod, sondern an Infektionskrankheiten sterben? Dein Immunsystem leidet, während du ständig hungerst, weil es dir an Vitaminen und an Mineralien mangelt. Das macht dich anfällig für alle Arten von Keimen.
Solltest du es bis zum 70. Tag schaffen, wirst du mit einer reinen Wasserdiät nicht wesentlich länger überleben. Du bist schwer unterernährt und hast eine ganze Reihe von gesundheitlichen Problemen. Aber hey, du hast es geschafft und wir schicken gerade die Sanitäter zu dir. War es das wert? Nicht wirklich. Eine reine Wasserdiät ist auf lange Sicht nicht haltbar. Eine ausgewogene Ernährung ist für die Erhaltung einer guten Gesundheit unerlässlich. Es ist schon irgendwie faszinierend, oder? Obwohl du am Rande des Abgrunds warst, hast du 70 Tage überlebt. Wenn der menschliche Körper so widerstandsfähig ist, was können wir dann noch versuchen? Was wäre, wenn du einen Monat lang nur Coca-Cola trinkst? Hol dir eine Limonade aus dem Kühlschrank, denn das ist ein anderes. Was wäre, wenn?